Und somit willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Ori am wunderschönen heiligen Abend. Wir haben hier unseren kleinen Ori ausgestattet mit einem mega Schwert. Ich muss sagen, er hat richtig Dampf bekommen. Dafür, dass er so ein kleiner Kerl ist, hat er unheimlich was auf dem Kasten. Er räumt hier Dinge weg mit einer Power. Das ist ja unglaublich. Das sieht jetzt hier so aus wie so ein... Genau. Das wird wahrscheinlich ein Pilz sein. Okay, wir können ja hier hoch. Das vergesse ich immer wieder, dass der diese Moves kann, dass er so klettern kann. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Schade, hat keinen Energiepunkt da gelassen. Tja, wie kommen wir da hoch? Da müssen wir jetzt mal gucken. Das jetzt gar nicht. Könnt ihr ja mal versuchen. Ob er hier weiter hochklettert? Nee, das macht er nicht. Kommen wir hier weiter? Ach, alles klar, hier kommen wir ja hoch. Ja, ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich bin noch ein bisschen erstaunt, was der Kleine so drauf hat. Das ist ein richtiger Kraftprotz. Guckt euch das mal an. Er hat ein kleines Schwert und mäht alles weg, was ihm irgendwie in den Weg kommt. Jetzt ist die Frage hier runter. Ja, scheint richtig zu sein. Ah, seine Freunde sind wieder da. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich... Ja, es ging zu schnell irgendwie. Wir Moki dachten, all die Geister wären auf Nieren. Warum geht denn der Text hier zu schnell weg? Hier zum Wächter des Sumpflandes. Prolog wird dir helfen, den Weg zu finden. Okay. Da ist Quarlock. Quarlocks Tal. Neue Quest finde Quarlock. Machen wir das doch mal. So, hier sehen wir die Karte. Wir sind hier. Quarlock ist hier. Aha. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Hier geht es noch weiter und dann geht es wieder in die Richtung. So kann ich mir das vorstellen. Quarlock, die alte Granate. Da wollte ich schon immer mal hin. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Aber ein paar Gegner sind nicht zu unterschätzen, auch wenn wir richtig Kraft haben. Drücke X, um mal einen Schlüsselstein zu verwenden. Was macht er? Ja, wir haben leider keinen Schlüsselstein. So, wir brauchen aber einen wahrscheinlich, um da weiterzukommen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich so weit nicht springen kann. Wahrscheinlich auch von hier aus nicht da hochkomme. Mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Anderen Weg, andere Lösung. Geht's auch nach unten? Kann man mal hingehen. Also es ist schon geil, ne? Wie sich das alles so bewegt, auch die Pilze hier. Kleiner Geisterlichtgefäß. Geisterlicht kann bei freundlichen Kreaturen eingetauscht oder zur Verbesserung von Geistersplittern verwendet werden. Oh, ist gut zu wissen. Ich weiß auch gar nicht die Kreatur, die ich da eben platt gemacht habe. Wer das war? Ist das eine Schildkröte oder was soll das darstellen?
Ein runter geht nicht. Warte mal, müssten aber hier hochkommen. Wir scheinen nur ein bisschen geschickter springen, oder? Irgendwie will er nicht. Oder hat eben irgendwas angezeigt? Halte RT gedrückt, um Objekte zu greifen und sie zu verschieben. Ah. Das, ich müsste theoretisch den Stein hier rechts rüber kriegen. Ja, funktioniert sogar. Alles klar, den kann ich hier nämlich hoch. Ah, wieder gelöst, sehr gut. Aber hier haben wir nochmal einen Punkt. Hier, den heben wir uns aber auf, falls wir nochmal da zurück müssen. Weil wir haben ja voll aufgeladene Energie. Oh. Zwei sogar. Ne, drei sogar. Das Gute ist natürlich, dass wir die Energie gleich wieder aufladen. Boah, die waren aber schwach. Ich sag ja, das, der Kleine, der hat hier richtig was am Kasten. Springen wir hier mal runter. Auch noch volle Energie. Doppelsprung. Ah, endlich ist er da, der Doppelsprung. Er springt ja schon weiter, aber der Doppelsprung, der musste sein. Du hast eine neue Fähigkeit, er lernt, drücke A, um zu springen und drücke dann erneut, um noch höher zu springen. Ah, vielen Dank dafür. Ah, super. Kannst jetzt ja richtig bergauf gehen. Ja, so macht das auch richtig Spaß. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Bleibe an Wänden kleben, drücke... um anlegen. Okay. Legen wir den mal an. Da ist der Splitter. So, den haben wir angelegt. Müssten wir an Wänden kleben bleiben. Ah, das ist ja geil. Doppelsprung, an Wänden kleben bleiben. Hammer. Das haben wir natürlich richtig geil. Geile Moves hier. Okay, aber wir gehen mal nach unten. Da. Ich glaube, wir müssen... Ist so ungewohnt, dass er jetzt so kleben bleibt. Aber auf jeden Fall geil. Alter, ein Doppelsprung, ey. Aua. Das ist Gold wert. Aber nicht, wenn ich mich so verhalte wie hier. Na, lass mal los. Oh. Ja, das ist, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Warte, jetzt. Das ist, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was das für ein komisches Gefühl ist. Dass ihr jetzt am Baum klebt. Das ist so. Das ist richtig weird. Na, hier klebt er jetzt dran. Jetzt sind wir hier wieder. Sehr gut. Ja, ist, ich habe auch gesagt, den Punkt hebe ich mir auf. Das hat sich echt gelohnt jetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das hier rechts? Was können wir da machen? Eigentlich gar nichts wahrscheinlich. Okay, da waren wir ja schon. Bleibt er auch kleben. Kann er eigentlich auch rumklettern hier? Nee, ne? Nee. Guck mal, vielleicht können wir dann jetzt ein bisschen schwingen. Das macht ja auch keinen Sinn. Ah, doch, wir können hier hoch auf die andere Seite und dann hier rüber. Jawohl. Prima. Wobei, da waren wir auch schon. Also uns fehlt immer noch der Stein, den wir brauchen, um das eine Tor aufzukriegen.
Ah, da sind die Freunde. Mal gucken, ob wir jetzt was eintauschen können. Schade. Drücke X, um die Geister... Oh Gott. Drücke X, um dieses Geisterportal zu aktivieren. Ja, am Heiligabend kann ich irgendwie noch nicht sprechen. Sprachzentrum ist wieder total damaged. Spiel gespeichert, sehr gut. Die Energie haben wir jetzt wieder hergestellt. Das könnte auch eine Schnecke sein oder so. Hier so lang schleimt. Die ist auch gewöhnt. Und so flink. Ja. So, was haben wir denn hier? Ach, hier ist noch ein Stein. Komme ich denn da hin? Ah, ich weiß schon wie. Wir müssen hier so rüber wahrscheinlich. Hier ist ein Hebel. Sehr gut. Ist natürlich die Frage, jetzt haben wir da den Hebel umgelegt. So. Wahrscheinlich denn hier lang, ne? Nee. Irgendwie ist da jetzt der Baum im Weg. Okay. Ach, ich bin ja auch schlumpf. Ich weiß doch genau, wo ich lang muss. Mann, 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 das haben wir doch vorhin schon gemacht. Ist doch hier lang. Genau. Ja, dieses Kleben, das ist manchmal nice, aber auch hier, wenn du so einen kleinen Stein hast hier, der bleibt dann hängen. Ist irgendwie nur unangenehm. Aber generell, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es auf jeden Fall in Ordnung. So, dann können wir jetzt runter. Paar Punkte einsammeln. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier die Laserstrahlen haben. Die werden mich wahrscheinlich brutzeln. Ja. Zerstören oder so? Tja, krass, aber wie stelle ich das Ganze ab und wie komme ich dahin, ohne Schaden zu nehmen? Ah, alles klar. Logisch, wir haben ja den Stein transportiert. Ja, manchmal frage ich mich echt, warum ich da so eine Denkprobleme habe. Ich meine, wir haben den Stein von oben nach unten transportiert, damit wir ihn dann hier so schieben können. Genau. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall... Ah! Mann, 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 Mann! Kann man so ungeschickt sein? Ungeschickt lässt grüßen. Ja. Aber wir müssen ja nett sein. Wir haben so einen richtig lieben Charakter hier. Aber nicht zu viel fluchen. Aufpassen, dass der mich hier nicht zermalmt. So, ein quirliges kleines Ding. So, jetzt haben wir den Stein für das Tor. Jetzt müssen wir da nur wieder zurück. Ich habe hier das Gefühl, dass die immer wieder auftauchen irgendwie. Jetzt rüberklettern. Können wir aber auch hier rüber. Ja. Ist auf jeden Fall sehr nice gemacht. Ah, sehr schön. Hier habe ich jetzt eben mal einen Punkt liegen lassen. Kann ich mich nochmal aufladen.
Super. Wir haben ja die Karte. Karte ist LB. Wir sind da. Und hier ist das Portal, wo wir hin müssen. Das heißt, wir müssen da nach oben. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Oh, ein paar Punkte da gelassen. Sehr schön. Aber alle zu Brei hier. Das da muss man mal gucken. Und jetzt hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoch. Das mit der Karte haben sie aber auch ganz nice gemacht. Ah, Dankeschön. Spinnennetz. Fühle ich nicht so. Ja, hier sind wir richtig. Geht's da nämlich gleich zum Tor? Natürlich nicht zum Tor mit dem Hammer. Ey. Also, das haben wir nur einen Punkt zum Einsammeln. Oh, sehr schön. Super. Müsste hier das Tor sein, was wir jetzt öffnen können. Dann brauchen wir noch einen zweiten wahrscheinlich. Ah, das ist ja ärgerlich. Okay, aber wir haben jetzt ja den Vorteil. Jetzt vermute ich mal durch den Doppelsprung kommen wir da auch irgendwie hoch. Warte mal. Genau. Vermute mal, dass wir jetzt doch da hochkommen müssen, oder nicht? Was haben wir denn noch für Optionen? Wir sind quasi hier lang gelaufen. Den anderen Stein würden wir wahrscheinlich hier oben finden, vermute ich mal. Müssen wir nochmal schauen, wie wir da hinkommen. Ja, der Ori, der hat's drauf. Haben wir denn irgendwas, was wir noch schieben können oder so? Ich würde da gerne hoch, also da wird es doch auf jeden Fall weitergehen. Und da oben ist auch der Schlüssel, oder nicht? Ah, wir haben es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch klappt. Super. So. Müssen aber das Tor richtig aufkriegen. Ah, jetzt. Super. Jetzt haben wir beide Steine eingesetzt, beide Schlüssel. Und jetzt geht's weiter. Oh, man muss aufpassen, man darf nicht zu lange unter Wasser sein. Ja, jetzt hoffe ich ja, dass wir noch ein bisschen Energie bekommen. Schade, leider nicht. Ah, da oben ist ein Energiepunkt. Kannst du drauf rumknüppeln, wie du möchtest. Die gehen einfach nicht weg. Ja, wieder ein Stück weiter. Jetzt muss man natürlich sehr geschickt sein. Jetzt sind wir da wieder gelandet, oh nein. Das ist ärgerlich. Aber okay. Selber schuld.
Müssen wir noch mal genauer nachdenken, wo der Lösungsansatz ist. Nicht jetzt auch komisch. Die waren doch hier oben und sind doch dann rechts rüber gegangen, oder nicht? Ah ne, hier haben wir einen Schlüssel geholt. Genau, wir sind hier weitergegangen. Was ist das hier eigentlich? Ah, okay. Kriegen wir auch einen Energiepunkt. Ja, theoretisch müssten wir wieder nur durch das Tor. Genau, wir gucken uns mal die Karte an. Da ist das Tor, wo wir lang müssen. Haben wir auch auf der Karte schon Fußspuren hinterlassen. Hey. Ja, Punkte sind immer gut. Oh, jetzt falle ich da noch rein. Genau, hier müssen wir lang. Hey, super, hier haben wir auch noch einen Energiepunkt. Hier können wir auch noch, genau, können wir auch noch einsammeln. Magnet, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten, Ori, fliegen weiter, entfernte Kugeln zu drücken, um anzulegen. Oh, das nochmal. Okay, wenn jetzt irgendwie was zerstört wird, ist natürlich ein geiler Bonus. Lass mal den jetzt hier platt machen, dann kommen die angeflogen, die Kugeln. Ah, sehr geil. Ja, also langsam gefällt mir der Charakter, wird immer stärker. Ja, jetzt gehen wir mal hier lang. Dann kommt der hier, kleine Spritzer. Tja, Katze geht voll ab. So, jetzt sind wir hier wieder, aber wir mussten ja hier lang, genau. Da haben wir ja das Tor geöffnet und dann mussten wir hier lang. Abholen. Das war auch super. Oh. Oh Gott. Das war wieder ungeschickt. Lässt grüßen. Hier rüber. So, und jetzt hier rüber. Und jetzt hier rüber. Sind wir da runtergefallen? Ich glaube, wir müssen hier lang. Das war, glaube ich, mein Fehler das letzte Mal. Das sieht ja schon viel besser aus. Ah, sehr gut, haben wir gleich wieder einen Energiepunkt bekommen, den ich dann verloren hatte. Durch mein ungeschicktes Handeln. Ja. Mehr Schleim. Vorhin habe ich noch gedacht, das sind Schildkröten, aber sieht eher aus wie, eine Nacktschnecke oder so. So, jetzt sind wir ein Stück höher.
Müsste es eigentlich klappen, hier rüber zu springen. Ja. Und hier jetzt auch durch den Doppelsprung. Bist du ein Geist, ein erzitterter Geist? Du stehst mock dem Mutigen gegenüber. Ich klinge nicht sehr überzeugend, ich weiß, aber ich bin mutig, oder zumindest wäre ich das mit einer Trophäe. Eine Trophäe wie den Schädel von Howl. Aber ein Fangzahn tut's auch. Das ist ja geil. Wenn dir der Schädel zu schwer ist. Ich habe Howl im Osten kämpfen hören. Vielleicht hat er einen verloren. Neue Nebenquest. Finde einen Fangzahn von Howl. Ja. Gucken wir mal. Ach, da ist er doch schon, oder? Ja, war's nicht. So, jetzt müsste es doch eigentlich locker gehen, dass wir hier hochklettern. Wahrscheinlich müssen wir so springen. Genau, und dann hier so rüber. Und dann da wieder rüber. Jawohl. Das ja. Fangzahn von Howl. Oh. Das ist aber für Nebenquest hat es aber super funktioniert. Das ist natürlich jetzt die Energie hier schön einsammeln. Hoffe ich mal, dass wir hier wieder zurückkommen. Ah doch, das sieht gut aus. Das hat weh getan. Oh, super, dann haben wir das Nebenquest auch noch gemacht. Ich wollte das erst gar nicht, weil ich eigentlich mich an der Hauptstory orientieren wollte. Aber wenn das so einfach ging. Oh, ein echter Fangzahl von Howl. Jetzt wird niemand mehr an Mock dem Mutigen zweifeln. Das ist für dich. Ich bin mutig, aber ich bin auch großzügig. Gorlek-Erz, du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Nebenquest abgeschlossen. Gib Mock dem Mutigen den Fangzahn von Howl. Drücke X, um mit Mocky zu sprechen. Nee, das haben wir schon. Genug Mocky. So, wir müssen jetzt hier hoch. So. Ja, schon geil. Doppelsprung ist super. Schwertkampf ist super. Und dass die Punkte jetzt angezogen werden, auch super. Dann haben wir aber einen Grund am Boden gestampft. Nicht zu unterschätzen. Rücksichtslosigkeit. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Du verursachst und erleidest mehr Schaden. Oh, das ist doch nice auf jeden Fall. So, drei Stück haben wir jetzt angelegt. Nächste Stufe, 25% mehr verursachter und erlittener Schaden. Ist doch cool. Sehr nice. Da geht's jetzt. Na. Richtigen Absprung finden hier. Das hat auch noch nicht ganz geklappt. So, das war super. Auf jeden Fall volle Energie und das kann manchmal echt entscheidend sein in so einem Spiel. Jetzt ist die Frage, was macht man? Ah, hier kommen wir wieder. Müssten unsere Freunde, glaube ich, gleich wieder angelaufen kommen. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um XY oder zum Beispiel schnelle Gesundheit mit Energie wieder her. War das ja cool. So. Geisterklinge, führe Nahkampf an. Was haben wir die?
Wir haben doch eigentlich zwei. Das heißt, jetzt LT drücke. Habe ich die in Y? Und dann gibt es auch eine andere Fähigkeit. Ah, die kann man... Okay, das ist so ein bisschen blöd gemacht hier. Reagiert so empfindlich. Und den auf X. No. Also X ist wieder Energie herstellen. Kommt man da hin? Ist so ein bisschen instabil das Ganze und ich dachte, ich könnte da irgendwas zerschlagen und dann fällt der Baumstamm runter. Ne. Kann auch. Okay, warte mal, wir müssen das mal tauschen. Das ist nämlich so. Das auf X. Das auf Y. Ja, fällt mir viel, viel besser. Jetzt müssen wir mal auf Karte gucken. Karte LB. Dann müsste es eigentlich links weitergehen. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Wir kommen ja von da. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Ach doch, warte mal. Wir müssen hier rechts lang. Vermute ich mal. Und dann kommen wir halt zu unserem Endgegner. Ja, weil da oben geht es ja noch rechts hoch. Da waren wir ja noch gar nicht. Dass ich jetzt einen Denkfehler habe. So, wie war das? Ungeschickt hochklettern? Genau. So, und jetzt geht's ja da nach oben. Und hier müssen wir ja hin. Das kann sogar sein, dass wir hier an dem Punkt nach oben müssen gleich. Nee, das scheint nicht der Fall zu sein. Also hier oben geht's nicht hoch. Schade, ich dachte... Okay, aber hier oben wahrscheinlich. Das heißt, wir können jetzt von hier aus links nochmal lang gehen und dann würde ich sagen, gehen wir nach da. Ja, okay. Aber es ist ja auch nicht schlecht, dass wir ein bisschen uns verlaufen haben. Zumal wir dann viel mehr looten konnten und auch ein paar Secrets entdeckt haben. Darf man auch nicht unterschätzen. Nebenquest haben wir auch geschafft. Auch super. Halt nur gucken, dass wir jetzt hier oben weiterkommen. Genau. Hier muss es weitergehen. Richtung stimmt schon mal. Ja, jetzt sind wir hier. Genau. Den Punkt können wir gut gebrauchen. Ja, wie man hier weiterkommt, das ist eigentlich das Rätsel, was ich hier habe. So weit können wir gar nicht springen, ne?
Ach, geht doch so. Ah, alles klar. Aber da hätte ich ja gleich mal drauf kommen können. Das sind keine Experimente hier. Ja, sehr gut. Oh, geht doch. Da können wir noch nicht hoch genug springen, um da ranzukommen. Hey, müsst ihr mal so einen Stress machen müssen hier. Ist hier eine Höhle? Jetzt sind wir hier, okay. Wir müssen jetzt hier rechts rüber. Halt. Ja, das muss ja gehen. Genau. Geht nicht, gibt's nicht. Für den Kleinen. Ja. Die alte Nacktschnecke, ey. Sie scheint so unzufrieden zu sein, weil sie kein Haus hat. Jetzt geht's nach rechts. Kann aber eigentlich gar nicht sein. Ach, Lupo. Sei gegrüßt, ich bin Lupo, Kartograf der Extraklasse. Es war ein ganz schöner Sturm. Hat meine Karten tropfnass gemacht, also bekommst du sie zum halben Preis, ja? Schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin suchen. Was wäre dafür besser geeignet als eine Karte? Ja, auf jeden Fall. Verbindlichen Dank. Nice. Oh, prima. Das ist ja geil. Ja, danke dafür, würde ich sagen. Hilft uns auf jeden Fall weiter. Haben wir die komplette Karte aufgedeckt. Will ich auch lang, aber ich will auch hier nach oben. Wir müssen jetzt mal einen Weg finden. Was am besten machen. Halme sind irgendwie ein bisschen im Weg. Warte, man muss noch ein bisschen früher abspringen. Das bringt nichts. Das alte Stinktier geht mir auch mal um den Sack. Immer angriffslustig. So, jetzt sind wir da und können wahrscheinlich da auch hoch. Ja, das sieht doch nice aus. Belastbarkeit. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Damit erleidest du weniger Schaden. Drücke zum Anlegen. Ah, shit, aber wenn ich den anlege, dann habe ich Probleme mit anderen Sachen. Ich habe nur 3 Felder. Gibt es eigentlich noch eine andere Möglichkeit, hier zu craften oder so? Nee, ne? Meinen Charakter zu verbessern? Nee, ist da links auch nochmal ein Secret? Echt geil, wie er da hochklettert. Ach halt, wir müssen ja die Karte angezeigt haben. So, ich möchte jetzt hier hoch, bitte. Das ist die einzige Möglichkeit, da hochzukommen. Genau, weil... Ja, da war ich nämlich überall noch nicht. Ja. Das heißt, hier müssen wir hoch. Ah, okay, okay. I see, I see. Super. Jawohl, wieder ein Stück weiter. Die Landschaft sieht doch echt nice aus. Oh, wer ist das denn? Bist du auf wegen der Aussicht hier? Herrlich, oder? Ja, klar. Der Brunnenquell ist in aller Pracht. Eine ganze Generation Mofi ist alt geworden, seit sich die Mühlenräder zum letzten Mal drehten. Das heißt, es gäbe einen imposanten Vogel. Ja, da ist er.
Ori. Butter. Asa. Ori, wow. Die Baum was. Garitaba. Ja, auf jeden Fall. So, 283 habe ich. Und jetzt müssen wir weise wählen. Verwende, lass Geisterkugeln entstehen, die für dich angreift. Verwende Wache, verwendete Energie, lass eine Geisterkugel entstehen. Wirf einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Erledige Feinde mit einem starken Rundumschlag. Der hört sich gut an. Grad und Alter. 200. Überleg mal, du hast 283 Euro und musst dir was für 200 Euro kaufen. Hast nur 83. Da müsste man ja weinen. Nutze deine neue Fähigkeit so gut du kannst. Nächste bekommst du nicht so billig. Was? Billig? 200 Euro. 200 Punkte, besser gesagt. Wenn du die Fähigkeiten auf die Probe stellen willst, gibt es einen Geisterschrein nicht weit von hier. Der perfekte Ort, um dich zu beweisen. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halte bis dahin eine Waffe oder deine Waffe bereit und den Himmel im Blick. Neues Gerücht. Okay. Das ist aber gut, weil wir brauchen hier einfach nur rechts rüber. So, ja, genau. Das fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Ui. Ungeschickt lässt grüßen. Alter. Ist das eine Krabbe oder so? Ich dachte immer, das wäre ein Stinktier. Krabben sind das. Ah. So, jetzt haben wir natürlich hier. Warum klappt das nicht? Wahrscheinlich ein Doppelsprung drauf. Hier können wir auch erstmal. Fehlt nicht viel. Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt hier runterfallen? Ja, geil. Die Krabbe ist da selber reingefallen und mir hätte somit Energie beschert. Was ist das hier? Kann ich da jetzt was einsetzen? Das Portal oder so? Nee. Wir müssen aufpassen, weil wir müssen eigentlich nur rechts rüber. Ich vermute mal, da bekommen wir dann auch die Steine. Doch hier lang, oder? So, wir sind jetzt hier. Und dann hier rechts einfach rüber. Ui. Warte mal, da stand irgendwas mit Schwung. Halte gedrückt, um zu schwingen, um zu drücken für deinen Schwungsprung. Oh. Alter, das ist ja geil. Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Rechts geht's nicht rüber.
sind jetzt hier. Wir müssten jetzt aber rechts eigentlich rüber. Vermute ich mal, dass wir hier lang müssen. Ah! Kein Scheiß jetzt hier. Oh, ärgerlich. Wir können uns aber heilen. Geht aber wahrscheinlich nur, wenn wir hier weg sind, oder? Jawohl. Genau, da sind wir ja hängen geblieben. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir haben es irgendwie nicht geschafft, warum auch immer. Gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, kann ich das irgendwie verschieben oder so? Ah, jetzt haben wir es. Genau, und jetzt können wir hier diesen nach oben Schwungsprung machen. Sehr gut, jawohl. Hier muss es dann weitergehen. Oh, ist schon ein niedliches Spiel auf jeden Fall. Oh. Greifen schon die Mücken an. Leck mich an der Tasche. Mir aber gar nicht gefallen nehmt. Das da oben für ein blauer Kristall. Hier so richtig Lianen schwingen kann er nicht. Oh, da ist ja wieder unsere Verbündeten. Wir Moki haben gesehen, wo die kleine Eule ist. Unweit der Heimat, die wir verlassen haben. Oh, das ist ja cool. Gruselwald. Alter, so echt Gruselwald. Die arme Eule, die tut mir echt leid, weil die konnte erst gar nicht fliegen. Und jetzt ist sie da noch gelandet. Oh, jetzt haut noch ihre Feder ab, ey. Oh. Die bekommt es jetzt aber richtig. Quallok ist gütig, Quallok hilft. Cool. Ja, geil. Eigentlich so eher, dass ich Quallok sogar bekämpfen müsste. Ja, mal selten, dass immer irgendwie einem wohlgesonnen ist. Hey. Wie geht's da lang? So, Tok. Nur die, die in den Augen des großen Quallok würdig sind, dürfen antreten. So besagt es zumindest die Legende. Natürlich ist das nicht Quallok, sondern nur eine Statue, was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat sie nicht einmal Augen, in denen irgendjemand würdig sein könnte. Was? Ich bin würdig, oder? Dumme Legende, pah. Drücke X, um mit Tok zu sprechen. Nö, mit denen spreche ich nicht mehr. Wasser abgelassen. Wie schleimig war das denn? Immer.
natürlich die Frage, ne. Wir müssen ja hier wahrscheinlich. Wenn wir da lang gehen, dann würden wir da ja wieder runterfallen. Das heißt, wir müssen eigentlich wahrscheinlich eher hier irgendwo lang. Genau, hier ist auch die Liane. Okay, aber da haben wir ja den Hebel umgelegt. Das heißt, wir sind dann ja, nachdem wir den Hebel umgelegt haben, in die Höhle reingegangen. Und zwar hier. Und dann doch hier lang. Die Frage, geht's nach oben? Okay, also wir können jetzt. Die Frage, nach links rüber? Nee. Achso, jetzt sind wir da wieder gelandet. Ja, super. Nehmen wir mal ordentlich Anschwung und dann zack, nach oben. Ah, ja, genau. Okay. Gut, das war gnädig, dass da noch ein Punkt war. Oh, nicht schon wieder eine Mücke. Ah, die hat sich selber umgebracht. So, wenn ich das jetzt sehe, geht's da oben lang. Nee. Geht es hier lang? Ja. Aber es muss auch da oben irgendwie noch weitergehen. So, und jetzt nochmal dieselbe Prozedere. Wir sind jetzt hier unten. Dann jetzt hier nach oben. Hier jetzt rüber. Jetzt hier rüber. Nee, das geht nicht. Aber es muss da oben auf jeden Fall weitergehen. Heißt, wir sind erstmal hier. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Also wir müssen wahrscheinlich noch höher kommen. Müssen wir mal die Ebenen finden. Okay, das musste jetzt mal sein. Ich wollte mal wissen, was das Blaue da ist. Bekämpfen. So, wie komme ich jetzt da hoch? Da geht es auf jeden Fall nach oben. Aber ich habe da keinen Halt. Wir können hier mal lang. Müssen wir irgendwie schaffen, hier hochzukommen. Na, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, keine Experimente. Da.
Mann. Muss die Möglichkeit geben, da hochzuklettern. Das muss auch funktionieren. Ich bin nur zu ungeschickt. Wir laden nochmal die Energie auf. Ja, sehr gut. So, das heißt, hier nochmal hoch. Oh, was ist denn das hier schon wieder? Steuerungstechnisch könnte ja wieder nett sein. Also, Ori, konzentrier dich. Muss doch möglich sein, Sprung nach links und wieder nach rechts zu machen. Okay, scheiß Mücke ist da natürlich auch. Wow. Von hier einfach nach oben. Konzentrier dich. Du musst einfach nur hier rüber und dann... Genau, das haben wir doch vorhin auch geschafft. Nicht zum Kotzen, naja. Weiß nicht, warum das nicht klappt. Aber die Stelle muss doch gemeistert werden können. Hier rüber... will irgendwie nicht. Vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Ich will mit ihm noch mal reden hier. Der bringt uns hier nicht weiter. Die Frage, wie kommen wir da denn hoch? Ich meine, da ist er auch eindeutig. Geht es auch eindeutig höher. Das ist natürlich die Frage. Gerücht laut Opfer gibt es einen Schrein mit Tintenmoor in der Nähe des Eingangs Quorlockstal. Tintenmoor-Schrein. Wollen wir uns da mal irgendwie austoben? Da gehen wir jetzt mal hin. Ja. Okay, das Licht holen wir uns jetzt. Geisterbogen. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt oder B, um zuzuweisen. Nee, das lassen wir jetzt erstmal. Ich bin so erstmal zufrieden. Wir später noch zuweisen. Wieder das Problem, dass wir hier nicht weiter hochkommen.
Schade, dass die Pflanze nicht abschlagen kann hier. Das ist eine Sache, die werde ich irgendwie nie verstehen. Wie man hier reinfallen kann. Und dann so natürlich ganz episch hochklettert. Natürlich nicht. Das ist eine ganz kleine Frage. Ich kenne mich ja aus. So, da geht's nicht lang. Ich bin der Meinung, es muss hier lang gehen. Aber Ori will da irgendwie nicht lang. Warum auch immer. Und wir müssen da hoch. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, Freunde, ich würde sagen, bevor wir das an dem Rätsel so lange stecken bleiben und nicht wissen, wie es weitergeht, an dieser Stelle würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Und wir haben jetzt ja schon eine Menge gezockt. Ich gucke mir das nochmal genauer an in Ruhe und dann geht es auf jeden Fall weiter. Wir werden das schon rausfinden. Abo dalassen, Like nicht vergessen, ein paar Kommentare würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.